Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer Vorlesung Völkerrecht II, Recht der internationalen Organisationen. Wir haben unsere zweite Sitzung heute. Wir haben uns in der letzten Sitzung, und ich will immer mit einer kurzen Wiederholung der vorhergehenden Sitzung beginnen, beschäftigt mit den Begriffsbestimmungen, die grundlegend sind für diese Vorlesung. Und wir sind dann eingestiegen in die Geschichte der internationalen Organisationen. Und ich will das zu Beginn noch mal kurz zusammenfassen. Wir hatten uns zunächst beschäftigt, meine Damen und Herren, mit dem Begriff der internationalen Organisation. Was ist das eigentlich? Was verbirgt sich dahinter? Was ist Gegenstand unserer Vorlesung? Und hatten festgestellt, wir brauchen hier einen Zusammenschluss von zwei oder mehr Völkerrechtssubjekten. In der Regel sind das natürlich die Staaten, aber das kann auch mal eine internationale Organisation sein, die Teil einer weiteren internationalen Organisation ist, wie das bei der EU ist, der Fall ist, die neben ihren Mitgliedstaaten auch mit selbst Mitglied der WTO, der World Trade Organization, ist. Und dieser Zusammenschluss muss auf einem völkerrechtlichen Vertrag beruhen. So hatten wir gesehen, Verbindung der Mitglieder muss einem gemeinsamen Interesse, einem gemeinsamen Zweck geschuldet sein, einem Organisationsziel. Das ist etwa die internationale Friedenssicherung bei den Vereinten Nationen. Das können aber auch ganz unterschiedliche politische Interessen sein, vom Umweltrecht über wirtschaftsrechtliche Interessen, aber alles das aufgespannt unter dem Dach der Friedenssicherung durch die Vereinten Nationen. Der Friedensbegriff der Vereinten Nationen ist sehr weit, wie wir gesehen hatten, und umfasst eben auch Menschenrechte, wirtschaftliche Stabilität und viele andere Dinge, also nicht nur die Konfliktverhütung im engeren Sinne. Und insofern ist die Palette der Ziele, die sich internationale Organisationen setzen können, sehr, sehr breit und sehr, sehr unterschiedlich auch. Außerdem muss dieser Zusammenschluss, der auf einem völkerrechtlichen Vertrag beruht, dafür sorgen, dass mindestens ein Organ der Organisation vorhanden ist, das handeln kann. Wir hatten gesehen, die NATO hat beispielsweise nur ein Organ, während die UNO verschiedene Organe hat, die wir im Detail noch kennenlernen werden. Oder auch die Europäische Union, die ein ganz komplexes Gebilde aus unterschiedlichsten Organen aufweist, die über Checks and Balances miteinander verbunden sind. Aber das ist Gegenstand einer eigenen Vorlesung, nämlich Europarecht I. Wir hatten uns dann, meine Damen und Herren, noch angeguckt, den Begriff der kollektiven Friedenssicherung. Das ist die Aufgabe insbesondere der UNO als des weltweit größten Systems kollektiver Friedenssicherung. Wir hatten dieses System abgegrenzt von der sogenannten kollektiven Verteidigung, die gegen den gemeinsamen Angreifer von außen gerichtet ist, also Bündnispflicht, wie im NATO-Vertrag etwa, Artikel 5, die Parteien sehen einen bewaffneten Angriff gegen einen als Angriff gegen sie alle an. Das wäre der gemeinsame Verteidigungspakt gegen den Angreifer von außen. Demgegenüber ist das System kollektiver Sicherheit, wie es die UNO darstellt, auf den Ausgleich verschiedener Interessen nach innen gerichtet. Also die UNO sieht Mechanismen der Friedenssicherung vor, der friedlichen Streitbeilegung, das siebte Kapitel, alles das werden wir uns im Detail noch angucken. Also es geht darum, Frieden innerhalb des Systems der kollektiven Sicherheit zu schaffen, innerhalb des Systems der UNO. Dass die NATO verfassungsrechtlich auch als System kollektiver Sicherheit betrachtet wird, hatte ich Ihnen gesagt, das Bundesverfassungsgericht sieht das so, völkerrechtlich kann man da durchaus drüber streiten. In jedem Fall stellt die NATO ein System kollektiver Verteidigung dar. Ob sie darüber hinaus auch ein System kollektiver Sicherheit darstellt, das ist höchst umstritten, meine Damen und Herren. Wir hatten uns dann noch angeguckt, die Geschichte der kollektiven Friedenssicherung oder auch die Geschichte der internationalen Zusammenarbeit, und zwar von ihrer Entwicklung bis hin zum Ersten Weltkrieg. Da wollen wir heute weitermachen mit dem Völkerbund.
als der Vorgängerorganisation der Vereinten Nationen. Wir hatten, als wir uns das historisch angeguckt haben, zum einen die Ideengeschichte in den Blick genommen, die immer wieder wichtige Impulse gegeben hat für die Entwicklung der internationalen Zusammenarbeit. Und so ist es, meine Damen und Herren, auch beim Völkerbund. Wir werden uns gleich mit den 14 Punkten von Woodrow Wilson beschäftigen. Und zum anderen hatten wir den Blick gelenkt, und auch das werden wir heute wieder tun, auch auf die Realität der Staatenpraxis, die eben auch ein wichtiger Pfeiler des Völkerrechts ist. Denn das Völkerrecht ist, wenn man so will, eine gewisse Mischung aus einerseits Ideen, Vorstellungen, die in die Rechtspraxis eingeflossen sind, und auf der anderen Seite natürlich auch entsteht Völkerrecht eben aus gelebter Rechtspraxis, aus in dem, was die Staaten in ihrem internationalen Kontakt eben miteinander an Recht generieren und anwenden. Also das sind die beiden Stränge, einerseits die Ideengeschichte und andererseits die Staatenpraxis. Wir hatten dann gesehen, dass in der Ideengeschichte die Eindämmung des Krieges schon im Mittelalter vielen eine Überlegung wert war, die Lehre vom Bellum Justum, vom gerechten Krieg, und damit verbunden die Frage, welche Voraussetzungen ein legitimer Krieg aufweisen muss, und dahinter der Gedanke, welche Kriege eben auch nicht gerecht sind und deswegen nicht geführt werden dürfen. Das sind erste philosophische Ansätze, die fundamental zu dem führen, was wir heute als internationales Gewaltverbot in Artikel 2 Absatz 4 der UN-Charta verankert haben. Das ist sozusagen ein erster Strang, der später auch weitergeführt wurde, beispielsweise mit der Idee eines weltweiten Staatenbundes oder auch der Idee eines Weltstaates. Beide Stränge sind in der Rechtsphilosophie und der Völkerrechtsgeschichte vorhanden. Und beide Stränge sind, wenn Sie so wollen, idealtypisch miteinander verflochten in der Schrift von Immanuel Kant zum ewigen Frieden, die als Basis für die Charta, als rechtsphilosophische Basis für die Charta der Vereinten Nationen diente. Also das rechtsphilosophische Herzstück sozusagen, das Kant hier entwickelt hat in seiner kleinen Schrift zum ewigen Frieden, das ist eingeflossen auch in die Ideen der Charta der Vereinten Nationen, in die Vorstellung internationaler Zusammenarbeit, die ja schon sehr alt ist. Die Staaten haben natürlich auch in der Antike schon miteinander Handel getrieben. Das Römische Reich hat mit Ägypten Handel getrieben. Ägypten galt als die Kornkammer des Römischen Reiches und hier wurden Verträge abgeschlossen. Also der internationale Kontakt ist schon sehr, sehr alt. Aber die Vorstellung, dass man ihn institutionalisiert, also in eine bestimmte Organisation einbindet, wie wir es mit den Vereinten Nationen heute haben, diese Vorstellung hat sich erst über das Mittelalter, über die Neuzeit entwickelt bis hin zum modernen Völkerrecht, wo eben nach dem Zweiten Weltkrieg sehr, sehr viele internationale Organisationen gegründet wurden. Der Grundstein auch in der Staatenpraxis ist schon früher gelegt worden. Wenn man sich die Neuordnung Europas nach den Napoleonischen Kriegen, die Europa nochmal durchgewühlt haben, anguckt, dann stellt man fest, dass hier vielfältige Allianzen immer wieder geschlossen wurden. Also die Großmächte in Europa haben wechselseitige Bündnisse gebildet und da natürlich auch internationale Zusammenarbeit praktiziert. Aber die erste echte, sozusagen grundlegende globale internationale Institution, die es gab, das war eben dann der Völkerbund. Und dieser Völkerbund ist erst möglich geworden durch die Zäsur des Ersten Weltkriegs. Der Erste Weltkrieg hat die Welt natürlich erschüttert durch seine Grausamkeit und durch die unzähligen Toten und Verletzten und kämpfenden, vielen, vielen kämpfenden Soldaten aus vielen, vielen Staaten. Eine Katastrophe, die die Welt damals erlebt hat, aber als er vorbei war, eben auch die Chance für einen Neuanfang. Und dieser Neuanfang ist für die internationale Zusammenarbeit
ganz grundlegend. Wir wollen uns mit diesem Neuanfang jetzt kurz beschäftigen, meine Damen und Herren. Und das ist jetzt das Neue in dieser Sitzung. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde nachgedacht über die Frage, wie können wir in der Staatengemeinschaft verhindern, dass so etwas wie dieser Weltkrieg jemals wieder passiert. Und da wurde insbesondere relevant ein Programm, was der damalige US-Präsident Woodrow Wilson vorgeschlagen hat, die berühmten 14 Punkte von Wilson, die viel völkerrechtliche Ideen aufgreifen und die auch viele Themen, die das für das Völkerrecht heute selbstverständlich als Themen sind, schon präsentiert haben. Wir wollen die Punkte nicht alle im Detail durchgehen, aber zumindest die wichtigen Themen für das moderne Völkerrecht will ich mit Ihnen kurz beleuchten. Woodrow Wilson geht aus, und das schon das ist spannend, vom Selbstbestimmungsrecht der Völker. Er sagt, wir müssen davon ausgehen, dass in den Staaten Völker existieren, die ein Recht auf Selbstbestimmung haben. Und wenn Sie so wollen, meine Damen und Herren, war schon das Aufgreifen dieses Selbstbestimmungsrechts der Völker visionär, weil, wie wir alle wissen, hat das Selbstbestimmungsrecht der Völker später sich zu einem wichtigen Rechtsprinzip entwickelt, insbesondere im Prozess der Entkolonialisierung, als die neu entstehenden Staaten die Kolonialmächte abgeschüttelt haben und hier neue, moderne, selbstbewusste Staaten entstanden sind. Da wurde plötzlich klar, also das Selbstbestimmungsrecht der Völker ist nicht nur ein politisches Prinzip, sondern das ist ein echtes Rechtsprinzip des Völkerrechts. Insofern waren hier diese 14 Punkte von Woodrow Wilson schon visionär, als sie dieses Selbstbestimmungsrecht der Völker zur Basis des modernen Völkerrechts erklärt haben. Und hier, nicht nur hier, sollte Woodrow Wilson Recht behalten. In den 14 Punkten sind weitere interessante politische Programmsätze enthalten. Woodrow Wilson hat sich dafür ausgesprochen, dass die Friedensverträge zwischen den Konfliktparteien öffentlich abgeschlossen werden sollten. Er hat dafür propagiert, dass man hier nach außen sichtbar politisch transparente Verträge abschließt. Auch das ein sehr, sehr interessanter Punkt. Er hat außerdem dafür plädiert, dass auf den Weltmeeren die Freiheit der Schifffahrt existieren soll. Etwas, was der Völkerrechtler Hugo Grotius schon lange propagiert hat, das Mare Liberum als Uridee des Völkerrechts und das heute auch im Seerechtsübereinkommen so verwirklicht ist, also auf den freien Weltmeeren. Die Weltmeere gehören nicht einzelnen Staaten, das Küstengebiet natürlich schon und die Küstengewässer, aber auf den Weltmeeren, da herrscht Freiheit der Schiffe, da dürfen die Schiffe fahren, also die Freiheit auf hoher See, wie sie heute im Seerechtsübereinkommen auch kodifiziert wird. Das war auch bereits ein Prinzip, was Woodrow Wilson damals formuliert hat. Er hat sich außerdem vorgestellt, und auch das ist etwas, was heute im modernen Völkerrecht eine Rolle spielt, dass möglichst gleiche Handelsbedingungen für die Staaten geschaffen werden, dass wirtschaftliche Schranken zunehmend abgebaut werden und dass ein Welthandel entsteht, von dem alle Staaten profitieren können. Das haben wir zumindest vom systematischen Ansatz her im Welthandelsrecht. Also auch hier hat sich Wilson in gewisser Weise als Visionär nach dem Ersten Weltkrieg erwiesen. Neben der Neuaufteilung der verschiedenen Gebiete, die damals natürlich notwendig geworden ist nach dem Ersten Weltkrieg, musste vieles neu geregelt und neu verteilt werden. Polen ist als unabhängiger Staat entstanden nach dem Ersten Weltkrieg und viele andere Gebiete mussten wiederhergestellt bzw. neu zugesprochen werden. Daneben hat Wilson in seinen 14 Punkten sich auch für Rüstungsbeschränkungen für alle Nationen ausgesprochen und hat gesagt, also wenn wir in Zukunft eine Welt friedlich gemeinsam gestalten wollen, dann ist das nur möglich, wenn die Staaten sich hier Selbstverpflichtungen in Sachen Rüstung auferlegen.
Der für uns wichtigste Punkt, der eng mit dieser Idee, die bei Wilson immer wieder aufscheint, der Idee einer internationalen Gemeinschaft, die sich den Frieden und den Interessen aller verschreibt, aufscheint, ist, dass Wilson gesagt hat, er will einen allgemeinen Verband der Nationen gründen. Ein Verband der Nationen, und der soll die politische Unabhängigkeit und die territoriale Unverletzbarkeit aller Länder, aller Staaten, seien sie klein oder seien sie groß, absichern. Diese Formulierung, der letzte, der 14. Punkt von Wilsons 14 Punkten, ist das, was später als Völkerbund in der Realität umgesetzt wurde und was das erste System kollektiver Sicherheit der Geschichte darstellt. Also der Völkerbund, der aus diesem 14. Punkt der berühmten Erklärung von Wilson entstanden ist, ist der Vorläufer der Vereinten Nationen und ist zum ersten Mal, wenn Sie so wollen, eine Verbindung zwischen Theorie und Praxis, also die Ideen aus der Ideengeschichte einer Institution, eines Weltverbandes an Staaten, der Friedenssicherung verpflichtet ist, ist hier eingeflossen und ist umgesetzt worden in die Praxis. Also hier an dieser Stelle waren nach der Katastrophe des Ersten Weltkriegs, waren die Staaten so weit, kann man sagen, dass sie bereit waren, sich auf einen neuen Schritt internationaler Zusammenarbeit einzulassen. Also man war bereit, einen Schritt weiter zu gehen, als man es bisher getan hatte, und zu sagen, wir brauchen eine Institution, bei der wir weltweit in Kontakt treten, wo die Staaten eben weltweit in Kontakt treten und versuchen, Probleme politisch gemeinsam zu lösen. Und dabei steht natürlich an erster Stelle erst einmal die Friedenssicherung. Das war die Idee des Völkerbundes. Der Völkerbund wurde dann auch gegründet. Mitglieder waren viele europäische Staaten, aber auch weltweit. Großbritannien, Frankreich, Italien waren dabei, Japan, Chile, China, Siam, das heutige Thailand, Brasilien, also eine breite Streuung. Im Laufe der Zeit wurden viele weitere Mitglieder aufgenommen, 21 zwischen 1920 und 37. Insgesamt hatte der Völkerbund dann 58 Mitgliedsstaaten. Nicht alle Staaten der Welt sind Mitglieder des Völkerbundes geworden. Allerdings, wir kommen später noch genauer darauf, die USA beispielsweise sind nicht Mitglied des Völkerbundes geworden. Sicher auch eine der Schwächen, die das System in der realen Politik dann später hat. Da kommen wir aber noch drauf. Wir werden uns später noch genauer mit den Schwächen, die dieser Völkerbund auch hatte, befassen. Die Satzung des Völkerbundes, also das, wo die Ideen über den Völkerbund niedergelegt wurden, völkerrechtlich, ist Bestandteil der Friedensverträge nach dem Ersten Weltkrieg. Also jeder der Friedensverträge, die einzeln mit den verschiedenen Staaten abgeschlossen wurden, hat als ersten Bestandteil die Völkerbundssatzung. Das bedeutet, im Friedensvertrag von Versailles, der mit dem Deutschen Reich abgeschlossen wurde, ja. Ist Teil 1 die Völkerbundssatzung enthalten. Gleiches gilt für den Staatsvertrag mit Österreich, den Staatsvertrag von Saint-Germain. Auch hier ist im ersten Teil die Völkerbundssatzung enthalten. Ebenso in den anderen Friedensverträgen, im Friedensvertrag von Sèvres etwa mit Griechenland und dem Osmanischen Reich. Ist ebenfalls die Völkerbundssatzung enthalten. Entschuldigung, irgendjemand ist nicht stumm geschaltet. Eigentlich mache ich das automatisch, aber bei irgendjemandem hat die Stummschaltung nicht funktioniert. Ja, super, jetzt geht's. Dankeschön. Genau, also da, so ist das konstruiert worden. Das bedeutet, die Völkerbundssatzung ist in Kraft getreten mit der Ratifikation des Versailler Friedensvertrages 1920. Und diese Völkerbundssatzung wollen wir uns jetzt
ein bisschen genauer angucken, meine Damen und Herren, die Struktur des Völkerbundes, und deswegen gucken wir sie uns genauer an, ähnelt ganz stark der, wie sie auch die Vereinten Nationen heute aufweisen. Man hat bei den Vereinten Nationen den Völkerbund als Folie verwendet und hat die positiven und negativen Erfahrungen, die man mit dem Völkerbund gemacht hat, aufgenommen. Also man hat bei der Schaffung der Vereinten Nationen manche Dinge verändert, weil man festgestellt hat, sie haben sich nicht bewährt beim Völkerbund. Man hat aber die Grundstruktur, die sich bewährt hat, beibehalten. Also es gibt in der Völkerbundssatzung Regelungen, die eine Bundesversammlung einrichten. Und auch das hat man aufgegriffen, das ist heute die Generalversammlung bei den Vereinten Nationen. Da hat jeder Mitgliedstaat eine Stimme. In der Regel ist für Beschlüsse die Einstimmigkeit erforderlich. So hat es damals für die Bundesversammlung die Völkerbundssatzung geregelt. Das Einstimmigkeitsprinzip ist das völkerrechtliche Abstimmungsprinzip. Es folgt aus der souveränen Gleichheit der Staaten. Daraus folgt auch, dass ein Staat einen anderen Staat grundsätzlich nicht überstimmen kann. Daraus folgt auch, dass grundsätzlich eben kein Mehrheitsprinzip gilt, weil der Staat eben Entscheidungen, die in seine Souveränität in irgendeiner Form eingreifen können, nicht zulassen muss. Also jeder Staat ist erstmal frei, ob er international zusammenarbeitet oder nicht. Er ist natürlich an die Grenzen des Völkerrechts gebunden, aber jeder Staat ist erst einmal frei, inwiefern er und wie eng er auch international zusammenarbeiten möchte. Insofern ist Einstimmigkeit die Regel im Völkerrecht. One State, One Vote ist das berühmte völkerrechtliche Prinzip. Und das galt schon in der Bundesversammlung des Völkerbundes. Neben dieser Bundesversammlung hat der Völkerbund einen Rat eingerichtet, in dem verschiedene ständige Mitglieder und nicht ständige Mitglieder vertreten waren. Auch das ist bis heute bei den Vereinten Nationen so. Die Vereinten Nationen haben den Sicherheitsrat und im Sicherheitsrat haben sie ständige Mitglieder, die Siegermächte nach dem Zweiten Weltkrieg und eben wechselnde nicht ständige Mitglieder, die nach einem bestimmten System hier rollieren. Im Völkerbund waren als ständige Mitglieder das Britische Reich vertreten, Frankreich, Italien, Japan und das Deutsche Reich bis zu seinem Austritt 1933 ist Adolf Hitler nach seiner Machtergreifung gleich mit Aplomb aus dem Völkerbund ausgetreten und Deutschland damit eben auch das Deutsche Reich insgesamt hier ausgeschieden. Die nicht ständigen Mitglieder, das waren zunächst 4 und später 12, haben gewechselt. Die UdSSR als solche war 1939 ebenfalls nicht mehr im Völkerbund. Wir werden uns gleich noch angucken, wie das Ganze passiert ist. Also Sie sehen schon, eines der Probleme, meine Damen und Herren, war auch, dass einige Staaten eben ausgetreten sind aus dem Völkerbund bzw. ausgeschlossen wurde. Daneben gab es ein ständiges Sekretariat für den Völkerbund am Bundessitz in Genf mit einem Generalsekretär und mit einem Personal, also einem Verwaltungsstab hier. Auch das haben Sie heute mit dem Generalsekretär der Vereinten Nationen, der allerdings heute in New York angesiedelt ist. Was war Kern dieser Struktur? Der Völkerbund war angelegt auf die Streitbeilegung, auf die Streitschlichtung. Als System kollektiver Sicherheit diente er insbesondere der Streitschlichtung innerhalb der Parteien dieses Systems. Das bedeutet, die Kernelemente, das waren ein System der friedlichen Streitbeilegung, wie wir es heute auch noch in der UN-Charta haben, im 6. und im 7. Kapitel der UN-Charta. Wir kommen noch näher darauf. Und auch schon die Völkerbundssatzung hat so ein System der friedlichen Streitbeilegung vorgesehen. Zum einen wurden die Mitglieder verpflichtet, dass sie jeden Streit, der zwischen ihnen entstanden ist, entweder einem Schiedsgericht vorlegen oder dass sie diesen Streit dem Rat des Völkerbundes unterbreiten. Der Schiedsspruch musste dann als verbindlich anerkannt werden und auch der Ratsbeschluss musste als verbindlich anerkannt werden, allerdings nur, wenn er einstimmig war. Diese
Möglichkeit der Schiedsgerichte und auch diese Verpflichtung der Mitglieder, Schiedsgerichte anzurufen oder den Streit dem Rat des Völkerbundes zu unterbreiten, das ist ein Mechanismus, der auch heute noch enorme Wirksamkeit entfaltet. Die Charta der Vereinten Nationen sieht ebenfalls die Möglichkeit der Streitbeilegung durch Schiedsgerichte vor. Die internationale Schiedsgerichtsbarkeit, zu dem ich Ihnen jetzt an dieser Stelle kurz ein paar Sätze sagen möchte, ist sehr wichtig, spielt eine große Rolle seit dieser Zeit, kann man sagen, ist immer wichtiger geworden. Sie können das historisch an Vorläufern festmachen. Also schon in der Antike gab es diese Idee von Schiedsrichtern. Damals wurden Verträge zwischen Parteien abgeschlossen mit einem sogenannten Symbolon, einem Vertrag, einem Schiedsvertrag, mit dem die Parteien akzeptiert haben, dass eine bestimmte Person eine Entscheidung in der Sache fällt. Und die Parteien haben sich verpflichtet, diese Entscheidung zu akzeptieren. Im Mittelalter gab es ebenfalls internationale Schiedsgerichtsbarkeit. Dort wurde in der Regel der Papst angerufen als Schiedsrichter, einfach weil er eine besondere Autorität hat. Nach dem Ersten Weltkrieg und deswegen ist die Völkerbundssatzung auch im Hinblick auf die internationale Schiedsgerichtsbarkeit und ihre Entwicklung sehr interessant. Nach dem Ersten Weltkrieg hat sich auch hier eine gewisse Verstetigung, Institutionalisierung eingestellt. Die Internationale Handelskammer in Paris, die ICC, International Chamber of Commerce, die heute noch die Hauptrolle in der internationalen Schiedsgerichtsbarkeit spielt, hat 1922 den Internationalen Schiedsgerichtshof eingerichtet, den International Court of Arbitration. Dieser internationale Schiedsgerichtshof, der bei der Handelskammer in Paris angesiedelt ist, ist bis heute eine ganz, ganz wichtige Institution. Er ist ein ständiger Schiedsgerichtshof, der eben angerufen werden kann bei internationalen Streitigkeiten, insbesondere internationalen Handelsstreitigkeiten. Und er gibt eben eine Möglichkeit der friedlichen Streitbeilegung, also eine Möglichkeit, wie Konflikte, bevor sie eben eskalieren, bevor sie eine gewaltsame Stufe erreichen, mit friedlichen Mitteln beigelegt werden können. Die Vereinten Nationen als Nachfolgeorganisation des Völkerbundes haben sich immer sehr um die internationale Schiedsgerichtsbarkeit bemüht, die eine wichtige Rolle auch bis heute spielen die sogenannten Arbitration Rules, also Regelungen, generelle Regelungen für die internationale Schiedsgerichtsbarkeit, die eine Kommission der Vereinten Nationen 1976 erlassen hat, die UNCITRAL, United Nations Commission on International Trade Law. Die hat bestimmte Kriterien, Voraussetzungen, Regeln entwickelt, die bis heute hier herangezogen werden. Zur internationalen Schiedsgerichtsbarkeit lässt sich viel sagen, meine Damen und Herren. Nur ganz kurz in Grundzügen, damit es nicht hier den Rahmen sprengt. Unterschieden wird zum einen zwischen institutionalisierten Schiedsgerichten, wie beispielsweise dem Internationalen Schiedsgerichtshof, dem International Court of Arbitration auf der einen Seite und den sogenannten Ad-hoc-Schiedsgerichten, also Schiedsgerichte, die plötzlich errichtet werden, beispielsweise auch auf der Grundlage eines bestimmten Vertrages, eben weil die Parteien eines bestimmten Vertrages ein spezifisches Schiedsgericht vorgesehen haben. Weil sie gesagt haben, in ihrem Vertrag geregelt haben, wenn es zu einer Streitigkeit kommt, dann soll eine bestimmte Person oder ein bestimmtes Gremium entscheiden. Das sind dann die sogenannten Ad-hoc-Schiedsgerichte, wenn die Parteien eben nicht auf ein herkömmliches, bereits zur Verfügung stehendes Schiedsgericht zurückgreifen wollten, dann können sie das, dann wird eben das von ihnen gewünschte Schiedsgericht ad hoc eingerichtet. Interessant ist die Schiedsgerichtsbarkeit immer dann, wenn die Parteien sich eben einer privaten Instanz bedienen wollen, und nämlich das ist die Schiedsgerichtsbarkeit. Es sind Gerichte, die außerhalb des nationalen Instanzenzuges existieren.
Die Parteien haben natürlich eines zum Beispiel völkerrechtlichen Vertrages, haben natürlich immer die Möglichkeit, auch einen Rechtsstreit ihrem nationalen Recht zu unterwerfen. Allerdings ist das nicht immer gewünscht. Ja, es gibt dann Streitigkeiten, welches Recht soll angewendet werden von diesem. Auch gerade bei multilateralen Verträgen kann das eine wichtige Rolle spielen. Das heißt, man einigt sich eben manchmal auf eine private Instanz, auf ein Schiedsgericht, weil man sagt, das steht eben außerhalb des nationalen Instanzenzuges und wird deswegen von den Parteien als neutraler empfunden. Das Gericht ist dann ähnlich aufgebaut wie auch die nationalen Gerichte, oft etwas kosteneffizienter. Also 1 bis 3 Schiedsrichter hat man in der Regel und der Schiedsspruch muss auch von den Parteien als verbindlich und endgültig akzeptiert werden. Das ist sozusagen die Grundbedingung dafür, dass ein Schiedsverfahren überhaupt Sinn macht. Ansonsten sind die Parteien völlig frei, auch das ganz anders als im nationalen Recht. Die Parteien können das Verfahren selber wählen, sie können das Gericht frei wählen, sie können die Zusammensetzung des Gerichtes frei wählen, sie können bestimmen, es findet ein bestimmtes Recht Anwendung, es findet eine Mischung aus verschiedenen Rechtsgebieten, aus verschiedenen Rechtsordnungen Anwendung. Bei allen diesen Dingen sind die Parteien frei, sie müssen sich nur darauf einigen, wie sie das Schiedsverfahren gestalten wollen. Ein weiterer Vorteil vom internationalen Schiedsgerichtsverfahren kann sein, dass es nicht öffentlich geführt werden muss. Also Sie wissen, in Rechtsstaaten und Demokratien werden die Verfahren, wenn keine triftigen Gründe für den Ausschluss der Öffentlichkeit gegeben sind, in der Regel öffentlich geführt. Das ist bei Schiedsgerichtsverfahren nicht erforderlich. Also Sie können die auch hinter verschlossenen Türen durchführen. Es geht wirklich nur um die Lösung eines Konflikts mit friedlichen Mitteln. Also insofern haben die Parteien hier sehr viel mehr Handlungsspielräume, Handlungsmöglichkeiten. Also die internationale Schiedsgerichtsbarkeit, die im System des Völkerbundes zum ersten Mal international institutionell auch verankert ist und die parallel aufgebaut wurde mit dem Internationalen Schiedsgerichtshof in Paris 1922, spielt bis heute gerade in Handelsstreitigkeiten eine sehr, sehr wichtige Rolle und ist eins der Instrumente der friedlichen Streitbeilegung, die damals schon eingerichtet wurden, deren Bedeutung aber im Laufe der Zeit natürlich immer weiter gestiegen ist. Einfach weil die Bedeutung des Welthandels enorm zugenommen hat, aber insofern eine Einrichtung, die damals schon sozusagen auch visionär und wegweisend war. Neben diesen Mechanismen der friedlichen Streitbeilegung hat die Völkerbundssatzung auch Mechanismen zur Kriegsverhütung. Also hier geht es speziell darum, dass man die spezifische Form der zwischenstaatlichen Auseinandersetzung, also den Krieg, vermeiden will. Die Völkerbundssatzung hat hier einige Regelungen, die auch auf ein System kollektiver Verteidigung passen. Also beispielsweise den Artikel 11 der Völkerbundssatzung, wo drin steht, jeder Krieg gegen ein Mitglied des Völkerbundes ist eine Angelegenheit des Völkerbundes insgesamt. Und daran anknüpfend, jeder Angriff eines Mitgliedes gegen ein anderes Mitglied außerhalb der Regelungen bestimmter Regeln ist ein Angriff auf alle anderen Mitglieder. Im Falle des Angriffs auf ein Mitglied des Völkerbundes sind alle anderen Mitglieder zu Embargos, zum Abbruch der Handels- und Finanzbeziehungen verpflichtet. Also hier haben Sie bestimmte Regelungen und schließlich konnte der Rat auch militärische Maßnahmen gegen den betroffenen Staat, gegen den Aggressor vorschlagen. Also man bemüht sich hier, bestimmte Mechanismen vorzusehen, die Kriege verhüten sollen. Hier unterscheidet sich, das werden wir später noch sehen, die UN-Charta ganz erheblich von der Völkerbundssatzung. Diese Mechanismen zur Kriegsverhütung werden auch allgemein als unzureichend in der Völkerbundssatzung angesehen. Also hier geht
die UN-Charta weiter. Man kann sagen, bei der friedlichen Streitbeilegung, also internationale Schiedsgerichtsbarkeit, da haben wir eine große Kontinuität im Hinblick auf die UN-Charta. Anders sieht es hier bei den Mechanismen zur Kriegsverhütung aus. Also hier ist die UN-Charta doch anders strukturiert und weist andere Akzente auf. Warum? Und hier kommen wir, meine Damen und Herren, zum nächsten Punkt, nämlich zu den Schwächen dieses Völkerbundes, der in der Tat ein visionäres System war und der auch grundlegend war für die weitere Entwicklung der internationalen Zusammenarbeit, der aber in der Praxis es nicht verhindern konnte, dass es natürlich zum Zweiten Weltkrieg gekommen ist und der in der Praxis eben auch keine volle Wirksamkeit wirklich entwickeln konnte. Was sind die Gründe dafür? Wir gucken uns gleich noch die Fälle an, in denen der Völkerbund agiert hat, aber wir wollen uns etwas die Schwächen dieses Systems noch angucken. Als besonders große Schwäche wird betrachtet, dass der Völkerbund keine verbindlichen militärischen Zwangsmaßnahmen verhängen konnte. Also das wird als echtes Manko gesehen. Der Rat konnte zwar militärische Maßnahmen gegen den betroffenen Staat vorschlagen, aber eben dieser Beschluss von militärischen Zwangsmaßnahmen, wie wir ihn heute in der UN-Charta nach dem 7. Kapitel haben, das war nicht möglich. Und hier hat man mit der Charta eine bewusste Abkehr von der Schwäche des Völkerbundes versucht, ein stärkeres Instrumentarium zur Verfügung zu stellen und versucht, dem Sicherheitsrat hier mehr Möglichkeiten an die Hand zu geben. Insofern ist die starke Ausgestaltung der Position des Sicherheitsrates und das 7. Kapitel der Maßnahmen, die der Sicherheitsrat hier verhängen kann, eine direkte Antwort auf diese als Schwäche des Völkerbundes empfundene fehlende Möglichkeit der Anordnung von militärischen Zwangsmaßnahmen. Was auch als Nachteil gesehen wird des Völkerbundes, ist die Tatsache, dass wir kein materielles Gewaltverbot haben. Wir haben den Briand-Kellogg-Pakt von 1928, einen völkerrechtlichen Vertrag, der allerdings nur ein materielles Kriegsverbot enthält. Der galt zwar für die meisten Mitglieder der damaligen Völkergemeinschaft, der Briand-Kellogg-Pakt hatte eine große Reichweite, aber Durchsetzungsmechanismen waren im Briand-Kellogg-Pakt nicht vorgesehen. Also er hatte sozusagen nur eine materielle Seite, aber keine prozessuale Durchsetzungsseite. Und der Briand-Kellogg-Pakt als solcher wurde auch nicht ausdrücklich in die Völkerbundssatzung aufgenommen. Also die Völkerbundssatzung als Bestandteil der Friedensverträge hat kein echtes eigenes materielles Gewaltverbot aufgewiesen. Auch das wurde von der Regelungstechnik her als starkes Manko empfunden bei der Schaffung der Vereinten Nationen und ist auch einer der Gründe dafür, warum man in Artikel 2 Absatz 4 das internationale Gewaltverbot an den Anfang zu den grundlegenden Zielen der Charta in Artikel 2 der UN-Charta eben erwähnt hat und gesagt hat, dieses materielle Gewaltverbot, was übrigens auch weiter ist als das bloße Kriegsverbot, also man hat dieses materielle Gewaltverbot geschaffen in Ausweitung eines bloßen Kriegsverbotes, also alle Anwendung von Gewalt in den internationalen Beziehungen ist durch die UN-Charta untersagt, nicht nur der Krieg als solcher. Und hier hat man ganz klar eben eine Regelung in der Charta getroffen, weil man gesagt hat, wir wollen wirklich zeigen, dass dieses materielle Gewaltverbot ein Kernbestandteil des modernen Völkerrechts ist. Also auch hier hat der Völkerbund als Folie gewirkt, die Tatsache, dass der Briand-Kellogg-Pakt eben kein Element des Völkerbundes geworden ist, die hat dazu geführt, dass man es bei der UN-Charta anders und besser machen wollte. Zweiter Punkt, die Durchsetzung. Auch hier hat man sich bei Schaffung der Charta viele Gedanken gemacht und hat gesagt, wir wollen auf jeden Fall, dass dieses materielle Gewaltverbot ergänzt wird durch Durchsetzungsmechanismen. Zum einen das 6. Kapitel der friedlichen Streitbeilegung
Zum anderen aber eben auch das 7. Kapitel, also die Tatsache, dass wir notfalls militärische Zwangsmaßnahmen hier anwenden können zur Durchsetzung des internationalen Gewaltverbotes. Das ist eben auch eine Lehre aus diesen fehlenden Durchsetzungsmechanismen beim Briand-Kellogg-Pakt. Warum der Völkerbund letztendlich nur eine begrenzte Wirksamkeit hatte, liegt allerdings nicht nur in den Schwächen, die wir hier sehen, begründet, sondern auch in der Tatsache, dass dieser Völkerbund, und auch das ist anders heute bei den Vereinten Nationen, keine echte Universalität erlangt hat. Also der Völkerbund war ein geniales politisches Konzept und war eben auch der erste Schritt in die politische Praxis. Aber er hat eben nicht die Reichweite erreicht, die er hätte erreichen sollen. Also das Konzept ist sozusagen in der Praxis nur in kleinen Schritten angekommen und nicht vollständig. Also es gab 32 ursprüngliche Mitglieder, nämlich die Signatarmächte der Friedensverträge, wo die Völkerbundssatzung enthalten war. Es sind viele weitere Staaten beigetreten, auch das Deutsche Reich 1926, die Sowjetunion 1934, aber es sind eben auch viele Staaten wieder ausgetreten. Deutschland, wie gesagt, 1933 mit der Machtergreifung Hitlers, ist Hitler mit Aplomb und erklärtem Nationalismus natürlich aus dem Völkerbund ausgetreten. Auch Japan ist 1933 ausgetreten, Italien 1937, Spanien ebenfalls 1937 und auch einige südamerikanische Staaten, also Staaten, die gesagt haben, unser Nationalismus geht hier vor internationaler Zusammenarbeit, die sind direkt ausgetreten aus dem Völkerbund. Die Sowjetunion wurde 1939 als einziger Staat ausgeschlossen aus dem damaligen Völkerbund wegen des Angriffs auf Finnland. Wir gucken uns das gleich noch an, wenn wir die Konflikte, die der Völkerbund behandelt hat, uns näher ansehen. Und politisch ein großes Manko des Völkerbundes war die Tatsache, dass die USA, obwohl Woodrow Wilson diesen Völkerbund wesentlich mit initiiert hat und seine Idee propagiert hat, sind die USA eben, da der Kongress nicht zugestimmt hat, niemals Mitglied des Völkerbundes geworden. Also auch das ein schwerer politischer Nachteil. Man kann sagen, der Völkerbund ist in der Realität nur ein Stück weit angekommen, in der Realität nach dem Ersten Weltkrieg. Wir wollen uns jetzt, meine Damen und Herren, abschließend zum Völkerbund noch die Konflikte angucken, mit denen sich der Völkerbund damals befasst hat, also sozusagen die Staatenpraxis, die zum Völkerbund existiert. Der Völkerbund ist in einigen Konflikten tätig geworden, aber man kann sagen, erfolgreiche Befriedung ist ihm nicht gelungen. Der erste Konflikt, wo der Völkerbund angerufen wurde, war 1932, der Konflikt um die Mandschurei. Damals hat Japan in der Mandschurei, die zu China gehörte, interveniert. Japan hat das Gebiet besetzt und hat den Marionettenstaat Manchukuo errichtet. Dort. Es gibt einen berühmten Film, meine Damen und Herren, der letzte Kaiser heißt, sehr pompös und eindrucksvoll inszeniert von Bertolucci. Da ist das übrigens Gegenstand, also diese Besetzung der Mandschurei durch Japan ist Gegenstand dieses Films, wird da sehr schön dargestellt. China hat das natürlich nicht auf sich sitzen lassen und hat sich mit einem Handelsboykott gegen Japan gewehrt. Japan hat daraufhin Ziele in China bombardiert und China hat den Völkerbundsrat angerufen und hat gesagt, also Japan ist hier in unser Staatsgebiet eingedrungen mit der Besetzung der Mandschurei, hat hier Ziele hier in China bombardiert und wir rügen einen Verstoß Japans gegen den Briand-Kellogg-Pakt, gegen das Gewaltverbot und gegen die Völkerbundssatzung.
Der Völkerbund hat sich damit beschäftigt, der Rat ist zusammengekommen und es wurde ein Bericht erstellt, der in der Tat China Recht gegeben hat. Japan wurde mit diesem Bericht sozusagen ins Abseits gestellt und die Reaktion war der Austritt der Japaner 1933 aus dem Völkerbund. Zweiter Fall, einige Jahre später, auch der endete in der gleichen Form, nämlich mit dem Austritt desjenigen, der hier als Aggressor dastand. 1935 ist Italien in Äthiopien einmarschiert. Was war Ziel dieser Aktion? Man wollte die bestehenden Kolonien, Eritrea und Somalia, wollte man erweitern. Man wollte Staatsgebiet hier in den Kolonien hinzugewinnen. Der damalige Kaiser in Äthiopien, ein sehr kluger, sehr aufgeklärter Mann, Haile Selassie, hat sich an den Völkerbund gewandt und hat gesagt, das ist die Institution, die wir in diesen Fällen internationaler Aggression anrufen wollen. Der Völkerbund hat sich mit der Sache auch beschäftigt und hat auch hier wiederum die rechtswidrige italienische Aggression verurteilt. Er ist diesmal auch einen Schritt weitergegangen, also wusste, dass es bei Japan nicht funktioniert hat und hat hier sogar ein Waffen- und Rohstoffembargo gegen Italien verhängt. Das ging auf Grundlage von Artikel 16 der Völkerbundssatzung. Allerdings blieb dieses Embargo wirkungslos, ist verpufft und das Ergebnis war, dass die Hauptstadt von Äthiopien, Addis Abeba, in die Hände der Italiener gefallen ist und Italien 1937 ebenfalls mit Aplomb aus dem Völkerbund ausgetreten ist. Das sind die beiden Fälle, die mit einem Austritt des Aggressors geendet haben. Der dritte Fall ist der Fall der Sowjetunion, wo der Völkerbund praktisch geworden ist. Die Sowjetunion hat 1939 Finnland angegriffen und vorher, es ging da um wichtige Gebiete nördlich von Leningrad, im heutigen St. Petersburg, die sollten abgetreten werden. Also die Sowjetunion forderte da die Abtretung dieser Gebiete von Finnland. Und auch hier war es wieder so, dass der Völkerbund das Verhalten der Sowjetunion als Aggression verurteilt hat. Und diesmal ging der Völkerbund noch einen Schritt weiter und hat die Sowjetunion ausgeschlossen wegen des Angriffs auf Finnland, hat der Sowjetunion einen Verstoß gegen den Briand-Kellogg-Pakt und gegen die Völkerbundssatzung vorgeworfen und hat die Sowjetunion ausgeschlossen aus dem Völkerbund. Das Ergebnis war das gleiche. Die Sowjetunion war wie Japan und Italien auch nicht mehr Mitglied des Völkerbundes, aber die politische Wirkung sozusagen war natürlich eine andere, ein freiwilliger Austritt mit Aplomb und Berufung auf den eigenen Nationalismus, natürlich etwas anderes als ein Ausschluss. Aber letztlich muss man sagen, dass natürlich dieser Ausschluss, und deswegen hat man sich heute bewusst gegen den Ausschluss auch ein Stück weit entschieden, auch dazu führte, dass letztlich ein weiterer Staat nicht mehr Mitglied des Völkerbundes war. Also der Völkerbund als solcher und auch die Vereinten Nationen sind ja ausgelegt auf ein möglichst weltweites System, auf ein möglichst großes, weltumspannendes Forum, wo alle Staaten mitmachen. Das ist bei den Vereinten Nationen heute gelungen, aber beim Völkerbund hat das eben nicht funktioniert. Die Frage, wie man mit diesen Ausschlüssen aus internationalen Organisationen umgeht, ist insgesamt eine sehr spannende Frage. Wir beschäftigen uns ja in der Europäischen Union im Moment eher mit den Austritten, mit dem Brexit, aber auch die Frage, ob der Ausschluss aus einer internationalen Organisation sinnvoll ist und in welchen Fällen er sinnvoll ist, ist eine sehr, sehr spannende Frage. Die Völkerrechtslehre neigt dazu, zumindest bei den Vereinten Nationen, die eben global konzipiert sind, diesen Ausschluss nicht als sinnvollen Mechanismus zu betrachten. Das liegt zum einen eben an den Lehren aus dem Völkerbund, dass man gesagt hat, also letztlich hat der Ausschluss der Sowjetunion aus dem System, diesem System kollektiver Friedenssicherung auch keinen Vorteil gehabt. Es war ein politisches Zeichen, aber letztlich war damit
die Sowjetunion eben auch nicht mehr dabei. Und der hauptsystematische Grund ist auch, dass man sagt, solange die Staaten Teil dieses Systems sind, sind sie eben auch in den Pflichtenkreis dieses Systems eingebunden. Also die Problematik beim Völkerbund war eben auch, es waren so viele Staaten außerhalb dieses Pflichtenkreises. Also sie können nur die Staaten, die Teil dieses Pflichtenkreises sind, ja auch wirklich einbinden. Nur die können sie verpflichten auf die Mechanismen der friedlichen Streitbeilegung, der Friedenssicherung. Das bedeutet, dass diese Systeme kollektiver Friedenssicherung eben auch darauf angelegt sind, dass möglichst alle Staaten mitmachen. So sieht man es auch bei den Vereinten Nationen. Und deswegen gibt es eben auch keinen echten Ausschluss aus den Vereinten Nationen, auch keinen echten Austritt aus der UNO. Wir werden im Laufe der Veranstaltung noch auf einen Vorfall zu sprechen kommen, der aber kein echter Austritt aus der UNO war. Also insofern ist, wenn Sie so wollen, diese Praxis relativ einzigartig geblieben. Also die Vereinten Nationen sind eben als global angelegte internationale Organisation darauf ausgerichtet, dass die Staaten dieser Welt mitmachen. Ja, sehr spannende Frage. Ob dieser Ausschluss ein sinnvolles Verfahren ist oder nicht. Wie gesagt, heute sieht die Völkerrechtslehre das eher skeptisch. So viel, meine Damen und Herren, zur Geschichte der kollektiven Friedenssicherung und der internationalen Zusammenarbeit. Was jetzt folgt, ist, Sie wissen es, der Ausbruch 1939 des Zweiten Weltkrieges. Und daran anschließend natürlich dann die deutsche Kapitulation und die Gründung der Vereinten Nationen nach dem Zweiten Weltkrieg. Ich möchte hier den geschichtlichen Teil verlassen, meine Damen und Herren. Wir werden uns mit den Vereinten Nationen ja noch ganz intensiv beschäftigen. Aber ich möchte die Gründung der Vereinten Nationen dann, wenn wir uns die UNO genauer angucken, besprechen. Und will jetzt hier an dieser Stelle die Geschichte erst einmal verlassen, den geschichtlichen Teil, und einen großen Sprung machen, meine Damen und Herren, zum nächsten Teil der Vorlesung, nämlich zu den allgemeinen Grundprinzipien von internationalen Organisationen. Also wir sind jetzt geschichtlich bei der Existenz internationaler Organisationen angelangt. Wir haben einen Sprung gemacht in die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Wie gesagt, die Gründung der UNO gucken wir uns im Detail noch bei der UNO an. Aber wir sind jetzt in einer Situation, wo internationale Organisationen weltweit existieren, wo sie eine wichtige Form der internationalen Zusammenarbeit bilden. Und wir wollen uns jetzt die Grundprinzipien angucken, die für alle diese internationalen Organisationen gelten. Also bevor wir zu den Einzelheiten und Details der UNO als globaler Organisation kommen, wollen wir uns jetzt die Grundprinzipien des Völkerrechts angucken, die generell und allgemein für alle internationalen Organisationen gelten. Dazu ein kleiner Überblick, meine Damen und Herren. Das werden wir heute und in den nächsten beiden Sitzungen uns angucken. Wir wollen uns angucken, wie es aussieht mit der Völkerrechtssubjektivität von internationalen Organisationen. Also wie agieren die? Haben sie Rechtsfähigkeit? Unter welchen Voraussetzungen haben sie Rechtsfähigkeit? Das werden wir uns heute noch anschauen. Wir wollen uns angucken, die Gründung. Wie gründet man eine internationale Organisation? Und natürlich auch, wie beendet man sie wieder? Wer kann Mitglied werden in einer IO? Hatten wir schon ansatzweise gesehen. Wie ist die internationale Organisation organisiert? Gibt es bestimmte Standards, die hier gelten? Und dabei gilt es natürlich zu unterscheiden zwischen einerseits dem Innenrecht internationaler Organisationen, also wie ist die internationale Organisation innerhalb ihrer Mitglieder organisiert, und der Beziehung zu anderen Völkerrechtssubjekten. Also wie verhält sich die EU
zu Subjekten, die außerhalb ihres Rechtskreises stehen, also etwa zu Drittstaaten oder zu anderen internationalen Organisationen. Da gelten unterschiedliche Regelungen. Das wird bei der Europäischen Union relativ klar. Wenn Sie gucken, die Mitgliedstaaten untereinander, da gilt das Unionsrecht. Sobald der Kontakt mit einem Drittstaat da ist, einem Staat außerhalb der Europäischen Union, da sind Sie aufs Völkerrecht angewiesen. Also von daher funktioniert das Innenrecht der internationalen Organisationen natürlich fundamental anders als die Beziehungen zu anderen Völkerrechtssubjekten. Schließlich werden wir uns noch angucken, die rechtliche Verbindlichkeit der Handlungen von IOs und die Immunität und die Haftung internationaler Organisationen. Ein spannendes, aber auch sehr schwieriges Thema. Beginnen wir heute mit dem ersten Punkt, nämlich der Frage der Völkerrechtssubjektivität. Und wir gehen jetzt von unserer spannenden Rechtsphilosophie und Rechtsgeschichte ganz in Grundlagenfragen. Also jetzt wird es hier rechtstechnischer. Was versteht man unter Völkerrechtssubjektivität? Hierunter versteht man die Fähigkeit, so die Definition, Träger von Rechten und Pflichten des Völkerrechts zu sein. Und der IGH, der Internationale Gerichtshof, hat zu den Voraussetzungen der Völkerrechtspersönlichkeit von internationalen Organisationen in einem Gutachten im Fall Bernadotte 1949 Stellung bezogen. Und diese Kriterien, die der IGH in diesem Gutachten aufgezeigt hat, das sind Kriterien, die auch allgemein von den Staaten völkergewohnheitsrechtlich anerkannt sind. Also man kann sagen, das, was der IGH hier in diesem Gutachten, was häufig zitiert wird, auch auffächert, das ist geltendes Völkergewohnheitsrecht. Bedeutet, wir brauchen für eine internationale Organisation, die Rechtsfähigkeit, Völkerrechtspersönlichkeit hat, folgende Voraussetzungen. Wir brauchen mindestens zwei Völkerrechtssubjekte. Die Organisation muss auf Dauer angelegt sein, also kein ad hoc, sondern auf Dauer. Sie muss auf internationaler Ebene und nach Maßgabe des Völkerrechts tätig sein, also keine Organisation, die sich mit innerstaatlichen Dingen beschäftigt. Sie muss eigene Aufgaben übertragen bekommen haben von den Staaten zur selbstständigen Wahrnehmung. Also sie brauchen eine gewisse Verselbstständigung der Organisation. Also es muss nicht nur eine Zusammenkunft verschiedener Staaten sein, in der sich diese Interessen widerspiegeln, sondern sie brauchen eine gewisse Verselbstständigung. Das sehen Sie bei der Europäischen Union ganz deutlich etwa. Also Aufgaben zur selbstständigen Wahrnehmung. Der Binnenmarkt in der EU ist eine Aufgabe, die Europäische Union regelt. Ja, die Mitgliedstaaten haben hier sogar Kompetenzen abgegeben an die Europäische Union. Also hier sehen Sie ganz klar eine gewisse Verselbstständigung dieser Organisation. Das ist auch erforderlich. Und fünftens braucht die Organisation, um diese Aufgaben, die ihr zur selbstständigen Wahrnehmung übertragen wurden, um diese Aufgaben erfüllen zu können, mindestens ein eigenes handlungsfähiges Organ. Wenn diese Voraussetzungen alle vorliegen, dann kann sich die Völkerrechtsfähigkeit der Organisation als solche implizit ergeben. In der Regel steht im Gründungsvertrag auch drin, die Organisation als solche hat Rechtsfähigkeit. Also die Völkerrechtsfähigkeit ist in der Regel im Gründungsvertrag festgehalten. Also die Staaten schreiben bei der Gründung von internationalen Organisationen häufig hinein, diese Organisation besitzt Rechtspersönlichkeit. Bei der Europäischen Union beispielsweise ist das in Artikel 47 EUV geregelt. Da steht drin, die Union besitzt Rechtspersönlichkeit. Artikel 47 EUV formuliert die Völkerrechtspersönlichkeit der Europäischen Union. Das ist die Regel. Wenn diese Völkerrechtsfähigkeit nicht im Gründungsvertrag festgestellt wird,
dann kann eben die können eben diese Voraussetzungen überprüft werden, also eine gewisse Selbstständigkeit der Organisation auf Dauer angelegt muss sie sein, von mindestens 2 Völkerrechtssubjekten gegründet und getragen werden. Wenn diese Kriterien erfüllt sind, dann haben sie impliziert das die Völkerrechtsfähigkeit dieser Organisation. Was bedeutet Völkerrechtsfähigkeit? Völkerrechtsfähigkeit, Völkerrechtssubjektivität ist die Fähigkeit, so haben wir es gesehen, Träger von Rechten und Pflichten im Völkerrecht zu sein. Die internationalen Organisationen sind sogenannte gekorene Völkerrechtssubjekte. Sie sind kreierte Völkerrechtssubjekte. Die sogenannten originären oder geborenen Völkerrechtssubjekte sind die Staaten. Diese Staaten kreieren internationale Organisationen, aber die internationalen Organisationen sind von ihrer Reichweite beschränkt. Also sie sind eben sachlich beschränkt auf das, was ihnen zur selbstständigen Wahrnehmung zugewiesen wurde. Bei der Europäischen Union kennen Sie das, meine Damen und Herren. Die Europäische Union erhält aus dem Zuständigkeitsbereich ihrer Mitgliedstaaten spezifische Kompetenzen zugewiesen zur eigenen Aufgabenerfüllung. Das heißt, die Mitgliedstaaten sind souverän und nehmen aus ihrem Kreis an Aufgaben bestimmte Dinge heraus, Stichwort gemeinsamer Markt, Binnenmarkt, und übertragen sie auf die Europäische Union, damit die Europäische Union da in diese Aufgabe erfüllt, damit sie hier Kompetenzen wahrnimmt. Das bedeutet aber auch im Umkehrschluss, dass die Völkerrechtsfähigkeit von internationalen Organisationen sich auch auf ihre Zuständigkeiten beschränkt. Die Europäische Union ist völkerrechtlich kein vollständiger Vertreter ihrer Mitgliedstaaten, sondern sie ist eben auf bestimmte Bereiche inhaltlich, sachlich beschränkt. Und das können Sie verallgemeinern, meine Damen und Herren. Internationale Organisationen genießen sachlich begrenzte Völkerrechtspersönlichkeit. Das heißt, sie genießen Völkerrechtsfähigkeit, aber nur im Rahmen ihrer Zuständigkeit. Also nur für das sie von ihren Gründungsmitgliedstaaten eingerichtet wurden. Der spezifische Zweck der internationalen Organisation, also das, warum man diese IO gegründet hat, warum man sie eingerichtet hat, was Sinn und Zweck und Aufgabe dieser IO ist, das ist zugleich eine Begrenzung ihrer sachlichen Kompetenz und damit auch ihrer Völkerrechtspersönlichkeit. Also die internationalen Organisationen haben deswegen, wenn Sie so wollen, eine begrenztere Völkerrechtspersönlichkeit natürlich als die Staaten. Die Staaten als Träger der souveränen Gleichheit, Artikel 2 Absatz 1 UN-Charta, die Staaten als solche können sozusagen aus dem Vollen schöpfen und können alle ihre Souveränitätsrechte, die sie im Rahmen der Völkerrechtsordnung haben, ausschöpfen. Darüber hinaus ist die Völkerrechtspersönlichkeit von internationalen Organisationen auch in persönlicher Hinsicht relativ. Das bedeutet, die internationale Organisation als solche wirkt grundsätzlich erst einmal nur gegenüber Staaten, die die internationale Organisation als solche anerkannt haben. Ausnahme: die Vereinten Nationen, da ist man sich einig, die Vereinten Nationen als globale Organisation haben auf jeden Fall objektive Völkerrechtspersönlichkeit, also in diesem Fall gilt das nicht. Das ist unbestritten. Ansonsten spricht man von einer relativen Völkerrechtspersönlichkeit von internationalen Organisationen, also kein Vertrag zu Lasten Dritter. Staaten dürfen keine internationale Organisation gründen und schaffen zu Lasten Dritter. Das bedeutet, Dritte sind nicht verpflichtet, diese internationale Organisation anzuerkennen. In der Praxis sind allerdings natürlich internationale Organisationen, die international agieren, werden in aller Regel durch die Staaten auch anerkannt. Beispiel EU, NATO und so weiter. Kommen wir zur Gründung, meine Damen und Herren. Wie sieht es aus mit der Gründung einer internationalen Organisation? Also wie kommt man überhaupt dazu,
dass man sagen kann, wir schaffen hier ein Gebilde, was Träger von Rechten und Pflichten im Völkerrecht sein kann. Dafür müssen sich natürlich zunächst einmal Staaten zusammentun oder eben auch eine andere internationale Organisation, aber in der Regel eben Staaten. Und diese Staaten müssen zunächst einmal einen völkerrechtlichen Vertrag aufsetzen. Wie dieser völkerrechtliche Vertrag genannt wird, UN-Charta oder Satzung, Übereinkommen, Abkommen, das ist vollkommen gleichgültig. Also die Bezeichnung dieses Vertrages ist unbeachtlich, aber wichtig ist, wir brauchen einen völkerrechtlichen Vertrag. Was sind völkerrechtliche Verträge, meine Damen und Herren? Dafür können wir die Definition der Wiener Vertragsrechtskonvention heranziehen, die ihrerseits Völkergewohnheitsrecht darstellt. Wenn man hineinguckt in den Artikel 2 der Wiener Vertragsrechtskonvention, so haben Sie hier bei den Begriffsbestimmungen die Definition des völkerrechtlichen Vertrages in Artikel 2 Absatz 1a der WVK. Im Sinne dieses Übereinkommens bedeutet Vertrag eine in Schriftform geschlossene und vom Völkerrecht bestimmte internationale Übereinkunft zwischen Staaten, gleich viel, ob sie in einer oder in mehreren zusammengehörigen Urkunden enthalten ist und welche besondere Bezeichnung sie hat. Das heißt, ganz wichtig, wir brauchen eine in Schriftform geschlossene Vereinbarung, also völkerrechtliche Verträge setzen die Schriftform voraus, anders als das innerstaatliche Recht. Sie wissen, im deutschen Zivilrecht beispielsweise können Verträge grundsätzlich auch mündlich abgeschlossen werden. Also keine generelle Schriftformpflicht, anders im Völkerrecht. Völkerrechtliche Verträge müssen per Definition schriftlich geschlossen werden. Sie müssen vom Völkerrecht bestimmt sein, also ihr Gegenstand muss durch das Völkerrecht ausgestaltet werden. Und es ist eine Übereinkunft zwischen Staaten. Die Bezeichnung ist egal. Das ist die Definition des völkerrechtlichen Vertrages. Und wenn Sie jetzt, meine Damen und Herren, in den Artikel 5 der Wiener Vertragsrechtskonvention hineingucken, dann findet man für die Gründungsverträge von internationalen Organisationen sogar eine eigene ausdrückliche Regelung in der Wiener Vertragsrechtskonvention, die nämlich die Anwendung der WVK auch auf die Gründungsverträge anordnet. Dieses Übereinkommen, die WVK, findet auf jeden Vertrag Anwendung, der die Gründungsurkunde einer internationalen Organisation bildet, sowie auf jeden im Rahmen einer internationalen Organisation angenommenen Vertrag, unbeschadet aller einschlägigen Vorschriften der Organisation. Also Gründungsverträge von internationalen Organisationen sind ebenfalls geregelt durch die Wiener Vertragsrechtskonvention, also alle Vorschriften der WVK über Beendigung von Verträgen, Suspendierung von Verträgen, Kündigung von Verträgen, Vorbehalte zu Verträgen, alles das, was in der WVK enthalten ist, alles das findet auch auf die Gründungsverträge von internationalen Organisationen Anwendung. Was regeln diese Gründungsverträge normalerweise? Was regelt die Satzung oder Charta Konvention typischerweise? Es gibt verschiedene Dinge, die in der Regel, also es gibt keine Verpflichtung der Staaten, das reinzuschreiben, aber in der Regel stehen bestimmte Dinge in den Gründungsverträgen drinnen. Das ist zum einen natürlich der Zweck, also warum wurde diese Organisation überhaupt gegründet? Was war die Motivation der Gründer dieser Organisation? Das zweite ist das Innenrecht der Organisation. Also wie viele Organe hat die Organisation? Hat sie nur eins? Hat sie mehrere? Wie ist der Aufbau, das Verhältnis der Organe zueinander? Die Aufgaben dieser Organe, das kann wie bei der NATO relativ einfach sein, der NATO-Rat, oder eben sehr komplex, wie bei der Europäischen Union.
für die im Detail ja ein eigener Vertrag sogar notwendig wurde, der Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, also der AEUV, das kann ganz unterschiedlich ausgestaltet sein. Aber in der Regel enthalten die Gründungsverträge Vorschriften über den institutionellen Aufbau der Organisation. Und der dritte Punkt, sie haben in der Regel auch immer Vorschriften über das Verfahren und das Inkrafttreten für den Gründungsvertrag. Also wann nimmt die Organisation ihre Arbeit auf, wann geht's los, wann ist der Startschuss für die Organisation. Sie haben ganz oft ein Inkrafttreten der Regelung, wenn alle Gründungsmitglieder ratifiziert haben. Also diese Regelung haben Sie beispielsweise auch bei der Europäischen Union. Sie haben auch die Möglichkeit, dass Sie sagen, wenn eine bestimmte Anzahl der Gründungsmitglieder, also ein bestimmtes Quorum beispielsweise, ratifiziert hat, dann soll die Organisation ihre Arbeit aufnehmen. Das ist etwa beim Europarat so geregelt oder bei der WIPO, der World Intellectual Property Organization, also der Weltorganisation für geistiges Eigentum. Da sind die Staaten frei, wie sie das regeln wollen. Aber Regelungen, wann es losgeht, also wann die Organisation hier wirklich ihre Arbeit aufnimmt, die haben sie immer enthalten. Nach der Gründung stellt sich als Actus Contrarius natürlich auch die Frage, wie kann man eine Organisation auch wieder beenden? Eine Beendigung der Zusammenarbeit können die Staaten natürlich jederzeit in der Satzung vorsehen. Es gibt Organisationen, die für eine bestimmte Zeit abgeschlossen werden, also beispielsweise die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl, für einen bestimmten Zeitraum, Ablauf der Zeit, dann erlischt die Organisation. Es gibt auch Organisationen, die keine spezifische Vorgabe machen, was ihre Beendigung angeht. Wenn keine Regelung im Gründungsvertrag existiert, wann eine internationale Organisation nicht mehr existieren soll, dann gelten die sogenannten allgemeinen Regeln der WVK, der Wiener Vertragsrechtskonvention. Also dann gilt allgemeines Völkerrecht. Das bedeutet zum einen, Sie haben die Möglichkeit, bei einer Vertragsverletzung den Vertrag gegebenenfalls zu beenden. Also wenn Sie, so sieht Artikel 60 der Wiener Vertragsrechtskonvention das vor, wenn eine Partei fundamentale Pflichten aus einem Gründungsvertrag verletzt, so kann gegebenenfalls hier der Vertrag beendet werden. Also 60 WVK ist eine klassische Vorschrift aus dem Vertragsverletzungsrecht. Also wenn fundamentale, nicht bloße Nebenabreden, sondern fundamentale Vertragspflichten verletzt werden, dann gibt es hier die Möglichkeit der Beendigung eines Vertrages und damit auch der Beendigung der Zusammenarbeit im Rahmen einer internationalen Organisation. Eine Frage, die in diesem Zusammenhang immer wieder diskutiert wird und die interessant ist, ist die Frage, gibt es eigentlich die Möglichkeit, die Zusammenarbeit im Rahmen einer IO zu beenden, wenn ein Organ, das durch die Satzung, durch den Gründungsvertrag eingerichtet wurde, die Satzung immer wieder und schwerwiegend verletzt. Stichwort, stellen Sie sich vor, ein bestimmtes Organ, etwa der EuGH, der nach dem EU-Vertrag die Wahrung des Rechts innerhalb der Europäischen Union sichern soll. Stellen Sie sich vor, der EuGH betreibt Rechtsbeugung, ja? Oder verletzt fundamentale Rechtsgrundsätze, die das Unionsrecht vorsieht. Gibt es dann für die Bundesrepublik Deutschland die Möglichkeit zu sagen, also bei einer so schwerwiegenden Vertragsverletzung, Rechtsbeugung durch den EuGH, ja, können wir austreten aus der EU nach Völkerrecht? Eine interessante Frage. Frage ist, wie sozusagen anhand welcher Normen
könnte man sowas abwickeln? Einige verweisen auf Artikel 61 der Wiener Vertragsrechtskonvention, die sogenannte Unmöglichkeit der Vertragserfüllung, weil sie sagen, ein Teil des Vertrages wird hier ganz offenkundig nicht erfüllt. Also vertragliche Pflichten werden hier verletzt. Also hier besteht Vertragsbruch. Das bedeutet, der Vertrag insgesamt als solcher kann nicht mehr ordnungsgemäß erfüllt werden. Das heißt, ein Austrittsrecht besteht. Die herrschende Meinung stützt sich in ihrer Argumentation auf die sogenannte Clausula rebus sixtantibus auf Artikel 62 der Wiener Vertragsrechtskonvention. Das ist das, meine Damen und Herren, was Sie als Wegfall der Geschäftsgrundlage aus dem Zivilrecht kennen. Also eine grundlegende Änderung der Umstände, und zwar der Umstände, die die Parteien eigentlich zur Bedingung ihres Vertrages gemacht haben. Also die sozusagen implizit angenommen wurden bei Vertragsschluss von den Parteien. Die Parteien sind davon ausgegangen, dass das so bleibt, ohne dass sie ausdrücklich darüber gesprochen hätten. Aber die Änderung dieser Umstände ist so fundamental, dass auch die Rechte und Pflichten aus dem Vertrag fundamental davon betroffen sind und verändert werden. Das ist eine grundlegende Änderung der Umstände, ein sogenannter Wegfall der Geschäftsgrundlage. In diesen Fällen ermöglicht der Artikel 62 WVK die Clausula rebus sixtantibus, dass hier eine Anpassung des Vertrages stattfindet. Und das bedeutet eben gegebenenfalls, dass in der Tat ein bei schweren und anhaltenden Verstößen gegen fundamentale Pflichten aus einem Gründungsvertrag, dass dann ein Austrittsrecht der jeweiligen Mitgliedstaaten existiert. So die herrschende Meinung. Also stellen Sie sich vor, der EuGH führt selbstständig die Todesstrafe wieder ein und propagiert immer wieder in Fällen irgendwie, dass man in der EU doch die Todesstrafe wieder einführen sollte. Ganz klar, absurder Verstoß natürlich gegen das Unionsrecht und auch gegen die allgemeinen Rechtsgrundsätze der Mitgliedstaaten. Also in so einem Fall, wenn es den Mitgliedstaaten nicht gelingen sollte, ihr eigenes Organ hier zur Raison zu rufen, könnte unter Umständen als Ultima Ratio, als letzte Möglichkeit ein Austrittsrecht für die Mitgliedstaaten existieren nach Artikel 62. Also die Möglichkeit gibt es. Sie können nach den allgemeinen Regeln der WVK auch aus einem Gründungsvertrag einer internationalen Organisation wieder austreten. Was natürlich auch geht, meine Damen und Herren, ist ganz klar, Sie können die Organisation so, wie Sie sie geschaffen haben, auch wieder aufheben. Das heißt, die Mitglieder, die durch gemeinsamen Akt, durch diesen Gründungsvertrag die Organisation geschaffen haben, können sie auch durch gegenläufigen Akt wieder aufheben. Also wenn die Mitgliedstaaten der Europäischen Union beschließen, wir wollen die Europäische Union nicht weiter fortsetzen, wir wollen das Projekt rückabwickeln, dann ist das durch den Actus Contrarius ohne weiteres möglich. Also Sie brauchen dafür in der Theorie kein besonderes Verfahren. Bei so komplizierten Gebilden und auch noch supranationalen Gebilden wie der Europäischen Union wäre natürlich eine ganze Reihe von hochkomplizierten Verfahren notwendig. Aber das Völkerrecht als solches verlangt erstmal keine besonderen, komplizierten, aufwendigen Verfahren. Was möglich ist, dass Rechte auf eine Nachfolgeorganisation übertragen werden, also beispielsweise vom Völkerbund auf die UNO oder von der OEEC, der Organization of European Economic Cooperation, auf die OECD als Nachfolgeorganisation. Das ist möglich, meine Damen und Herren, aber nicht zwingend. Also die Organisation kann, wenn eine Nachfolgeorganisation existiert, dann können hier Rechte und Pflichten übertragen werden. Das ist aber nicht Grundvoraussetzung, sondern das ist den Mitgliedern anheimgestellt, ob sie das wollen oder ob sie das nicht wollen. Letzter Punkt, wenn alle Mitglieder einer Organisation wegfallen, auch dann hört natürlich die Organisation als solche auf zu existieren. Also der Untergang
der Organisation findet natürlich statt, wenn alle ihre Mitglieder wegfallen. Das ist natürlich auch klar. Wie sieht es aus mit der Mitgliedschaft in einer internationalen Organisation? Wir hatten schon gesehen, meine Damen und Herren, dass grundsätzlich nur Völkerrechtssubjekte Mitglieder in einer internationalen Organisation sein können. Also erstmal die Staaten, aber eben auch andere internationale Organisationen wie die Europäische Union, die neben den Mitgliedstaaten auch eben Mitglied der WTO ist. Auch das ist möglich, ist aber natürlich die Ausnahme. In aller Regel gründen die Staaten internationale Organisationen. In der Praxis wird dabei teilweise zwischen Gründungsmitgliedern und später beitretenden Mitgliedern der Organisation unterschieden. Und für die später beitretenden Mitglieder werden dann spezielle Aufnahmebedingungen festgelegt. Das haben Sie beispielsweise bei der Europäischen Union. Da haben Sie mit Artikel 49 eine Regelung für den Beitritt zur Union. Hinzu kommen die sogenannten Kopenhagener Kriterien, auf die man sich politisch geeinigt hat als Voraussetzung für einen Beitritt zur EU. Es gibt in der Regel auch ein besonderes Verfahren des Beitritts. Auch das ist für die EU in Artikel 49 geregelt. Für die UN-Charta haben Sie, meine Damen und Herren, eine Regelung in Artikel 4 der UN-Charta. Gucken wir mal ganz kurz zusammen hinein. Artikel 4 ist insofern interessant, als er zum einen natürlich die materiellen Voraussetzungen für den Beitritt zur UN formuliert, in Absatz 1, und zum anderen in Absatz 2 die Verfahrensvoraussetzungen formuliert. Das sind eigentlich die beiden Kriterien, die Sie immer finden in den Gründungsverträgen. Also welche materiellen Bedingungen muss ein Staat erfüllen, wenn er Mitglied werden will, und welches Verfahren muss eingehalten werden. Für die Mitgliedschaft in der UNO gilt, Mitglied der Vereinten Nationen können alle friedliebenden Staaten werden, welche die Verpflichtung aus dieser Charta übernehmen und nach dem Urteil der Organisation fähig und willens sind, diese Verpflichtungen zu erfüllen. Also friedliebende Staaten, die die Verpflichtungen aus der Charta wohl auch erfüllen können. Das ist das materielle Kriterium. In Absatz 2, die Aufnahme eines solchen Staates als Mitglied der Vereinten Nationen erfolgt auf Empfehlung des Sicherheitsrates durch Beschluss der Generalversammlung. Also das ist das Verfahren. Der Sicherheitsrat gibt eine Empfehlung ab und die Generalversammlung beschließt. Und auch im EU-Vertrag haben Sie natürlich Verfahrensregelungen für das Beitrittsverfahren aufgenommen. Die Unterscheidung zwischen Gründungsmitgliedern und später beitretenden Mitgliedern ist eigentlich nur im Hinblick auf das Beitrittsverfahren wichtig. Später, sobald ein Staat Mitglied ist, macht das keinen Unterschied mehr, ob er schon bei der Gründung dabei war oder ob er später beigetreten ist. Es macht aber insofern für die Staaten natürlich einen Unterschied, als die Gründungsmitglieder selbst eben den Aufnahmekriterien nicht ausgesetzt waren, sondern sie konnten eben selber bestimmen, welche Kriterien da zu erfüllen sind, und mussten diese Kriterien nicht zwangsläufig selber auch alle erfüllen. Das ist immer ganz interessant, gerade wenn man sich auch die Gründung der EU oder auch der UNO anguckt, da werden wir es noch in der Vorlesung genauer sehen, da kann man Zweifel anmelden, ob wirklich alle Gründungsmitglieder der Vereinten Nationen auch alle Kriterien da schon erfüllt haben. Okay. Der Beitritt erfolgt eben nach Maßgabe dieser Klauseln, wie erwähnt, und sobald Sie Mitglied der Organisation sind, Vollmitglied sind, haben Sie die Rechte, die Ihnen dann zustehen, und damit ist insbesondere das Recht gemeint, in den Organen der internationalen Organisation vertreten zu sein. Also in dem Moment, wo Sie Vollmitglied als Staat, Vollmitglied einer bestimmten internationalen Organisation sind, haben Sie auch das Recht, vertreten zu sein in den Organen dieser Organisation. Für die UNO bedeutet das, dass Sie als Mitgliedstaat der UNO
einen Sitz in der Generalversammlung haben, One State, One Vote. Im Sicherheitsrat mit seinem abgeschichteten System heißt das, dass sie zumindest einen Anspruch haben, auch als nicht ständiges Mitglied einmal in den Sicherheitsrat zu kommen, eben nach dem rollierenden System, was der Sicherheitsrat hier hat. Also sie müssen als Mitglied auch die Möglichkeit der Repräsentation in der internationalen Organisation haben. Die internationale Organisation hat die Möglichkeit, diese Mitgliedschaftsrechte, die grundsätzlich jedem Mitglied in vollem Umfang zustehen, unter bestimmten Voraussetzungen zu verkürzen. Die sogenannte Suspendierung von Mitgliedschaftsrechten, also das Aussetzen von Mitgliedschaftsrechten, etwa beispielsweise des Stimmrechts, was ein relativ harter Eingriff ist, ist ein Mittel, was den Organisationen natürlich zur Verfügung steht. Bei der UN-Charta sieht beispielsweise Artikel 19 vor, dass es die Möglichkeit gibt, das Stimmrecht zu entziehen, wenn die Pflichtbeiträge zu den Vereinten Nationen nicht geleistet werden. Allerdings muss man sagen, dass die Vereinten Nationen selbst da sehr großzügig sind. Also trotz Beitragsrückstand wird das Stimmrecht gewährt. Also in der UNO wird der Artikel 19 hier nicht sozusagen als scharfes Schwert verwendet. In der Europäischen Union kann die Suspendierung von Mitgliedschaftsrechten zumindest als politisches Argument durchaus immer mal eine Rolle spielen, also gerade was das Argument angeht, Stimmrechtsentzug. Ich denke jetzt beispielsweise an die Verfahren im Zusammenhang mit Rechtsstaatlichkeit in Polen oder auch in Ungarn. Also hier spielt zumindest politisch die Drohung mit der Suspendierung von Mitgliedschaftsrechten als politisches Drohszenario eine Rolle. Also diese Möglichkeit sehen internationale Organisationen eigentlich immer vor. Ob diese Möglichkeit genutzt wird, Mitgliedschaftsrechte zu suspendieren, das obliegt dann der Gestaltung der Staaten. Das können die Staaten überlegen, ob sie das wollen oder ob sie das nicht wollen. Aber diese Möglichkeit sehen viele Satzungen zumindest vor. Also das ist innerhalb der Bahnen des Rechts und deswegen durchaus vertretbar. Auf der anderen Seite stellt sich natürlich immer in der politischen Praxis die Frage, ob man das auch wirklich macht und ob das auch zielführend ist. Also bei Staaten, die eben über wenig Finanzmittel verfügen, da stellt sich die Frage, ob die Drohung mit dem Entzug des Stimmrechts hier sinnvoll erscheint, weil eben einfach keine Finanzmittel da sind. Also von daher obliegt das natürlich der politischen Entscheidung der einzelnen Staaten. Wir wollen uns, meine Damen und Herren, aber das werden wir in der nächsten Sitzung tun, noch ein bisschen weiter mit der Frage der Mitgliedschaft in einer internationalen Organisation beschäftigen. Wir werden uns nächste Woche noch zusammen angucken, welche Möglichkeiten es unterhalb der Schwelle der Vollmitgliedschaft gibt. Also selbst wenn Sie nicht volles Mitglied einer internationalen Organisation sind, haben Sie die Möglichkeit, hier teilzunehmen an Vorgängen in dieser internationalen Organisation, bei der UNO beispielsweise oder auch bei der EU. Das werden wir uns in der nächsten Sitzung angucken. Und wir werden uns auch noch die spannende Frage angucken, wie sieht es eigentlich aus, zum einen mit einem Austritt, also einem freiwilligen Austritt aus einer internationalen Organisation und der Frage des Ausschlusses, also kann man einen einzelnen Mitgliedstaat aus einer internationalen Organisation, aus der Europäischen Union oder aus der UNO gegebenenfalls auch ausschließen, wenn er seine Pflichten aus dem Gründungsvertrag schwerwiegend verletzt. Das sind Fragen, die wir in der nächsten Sitzung behandeln wollen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, meine Damen und Herren, wünsche Ihnen einen schönen Nachmittag und freue mich, Sie nächste Woche wieder zu sehen. Tschüss!